Also wenn ich sowas sehe, höre und mir die Videos angucke, ey, da wird mir einfach schlecht. Wie kann man denn dermaßen sich so eine Aufregung auf sich ziehen, nur weil da in Take steht, Ansage an Montana Black 88. Ich meine, wie kann man 16.600 Abonnenten haben und 135.000 Aufrufe? Ich verstehe nicht. Ich meine, also ich habe mir das Scheißvideo angeguckt. Ich meine, er rennt da durch Berlin mit seiner krassen Kamera, mit seinem krassen Handy. Ich meine, er rennt da durch die Straßen, geilt sich da irgendwie auf. Nur weil er der King ist und andere sind scheiße. Ich meine, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, weil meine Meinung ist dazu, Montana Black wird sich ja drum einen Scheißdreck kümmern, weil Montana Black hat 800.000 Abonnenten fast, er mit seine 16.000, ich meine, und bestimmt da über die ganze YouTube-Szene, ich meine, er verstehe ich nicht, ich meine, er rennt durch Berlin, geilt sich auf, Montana Black sitzt ja wenigstens noch im Auto oder stellt sich irgendwo im Wald drin und macht da eine Ansage, aber er rennt da durch halb Berlin, andere Leute kicken aus dem Auto, aus dem Bus, bis der Geier wo. Ich meine, er zieht da irgendwelche Leute runter, die er gar nicht selber privat kennt oder kennen will. Ich meine, ich sehe nicht, wie kann man denn, ich sehe nicht, fast 8000 Follower haben und ich sehe nicht, meine, sein YouTube sagt mir auch schon, also ich meine, ich guck da, steckt da Mann, ja, ich meine, das ist doch keine Unterhaltung, das ist doch ein Haufen Scheiße. Was ist da? CSGO, Livestream, ich meine, jeder Vollidiot, der spielt CSO, Counter-Strike, Scheiße. Ich meine, ich weiß ja nicht, was das soll, Alter, das ist doch keine gepflegte Unterhaltung, was er hier führt. Ich meine, hier, guckt euch die Scheiße da Mann, hier, Knusperflocken, Booster. Ich meine, die Booster kosten bei Rewe, weiß ich nicht, 50 Cent, Alter, Knusperflocken, 80 Cent, ich meine, und tut so, als hätte er Geld, ey, weiß ich nicht. Verstehe ich irgendwie alles nicht. Ich meine, wie kann man 1,9 Millionen Aufrufe haben seit dem 20.04.2014? Ja, ich werde etwas bewegen, die YouTube-Szene wird aufgeräumt, alle MTP-Kinder können sich gerne auf YouTube löschen und endlich ihren Mund halten. Ich meine, ich reiß mir hier auch den Arsch auf, ja, ich bin hier schon seit 2010 angemeldet, ich habe gerade mal 387 Abonnenten und ich habe gerade mal 314.000 Aufrufe, ja, und ich mache ohne so einen scheiß verfickten Aufstand, ey, ja, ich meine, hilft nicht, ich meine, YouTube ist für mich da, dass ich copymäßig das irgendwie weitermache, dass es das Spaß macht, aber dass ich da Leute irgendwie runterziehe, ich weiß nicht, nur um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um Klicks zu bekommen, Abonnenten, ich meine, was habe ich denn davon, ich meine, pff. Nur auf die ganze Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, hätte ich irgendwie, ich hab kein Interesse, weiß ich nicht. Ich meine, guckt euch das da an, ey. Ihr denkt halt alle, ihr werdet besser als ich. Kommt, macht den Text für mich. Gib mir einen Tag. Ich meine, Montana Black würde sich nicht den Arsch aufreißen, sich im Auto setzen und nach Berlin fahren und sich da mit so einem Kind da zu unterhalten. Das ist meine Meinung, er hat auf YouTube einfach nichts verloren, also, weiß ich nicht. Ich meine, wenn sie ihm da seinen Account irgendwie löschen oder er sich da löscht, dann macht er sich einen neuen Account und dann geht die Theater wieder von vorne los. Ey, ach, das ist doch alles scheiße. Ich meine, guckt euch das an. Tag und ich bring so ein Bushido-Diss raus. Damit fick ich euer Leben. Ihr werdet nur noch gedisliked, ihr Hurensöhne, Alter. Warum ist er so eine Stufe? Oh, Scheiße. Ich meine, Alter, wenn du mal weniger Knusperflocken fressen würdest und weniger Booster saufen würdest, Alter, würdest du ja nicht so viel schnaufen, Alter. Innerhalb der 4 Minuten die Strecke, die du da zurücklegst, also weiß ich nicht. Ich würde einfach nur mal sagen, Alter, reiß dich da einfach mal zusammen, Alter. Weiß ich nicht. Pfleg mal deinen Channel, Alter, und weiß ich nicht. Ich meine, andere YouTuber zerlegen dich mal ganz locker. Also, ich sag nur, weiß ich nicht. Welche fallen mir da ein? Inscope, Montana Black, ja, was gibt's da noch? Ach, Kronk. Ja, bist du nur ein kleiner Fisch, ey, weiß ich nicht, ich meine, sowas kotzt mich einfach an, ich meine, Leute, die nicht können, machen große YouTuber fertig, also, das ist ja das, was ich so super krass lenken kann, also, naja, scheiß drauf, Alter, ich wollte einfach nur mal meine Meinung dazu sagen und, pff,
Der Rest interessiert mich einfach nicht. Also, haut da rein. Bis dann.